Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Ladies and Gentlemen, welcome to the Battle of the First Place, oder sonst irgendwas, in dieser Ecke, Kuro! Ja. Ja. Weiß im Abwehr, versteht man nicht besser. Mhm. In the left side of the corner, ja, ich habe gelernt, dass Ecke Corner heißt. Die Slay! Peace, Leute, was geht? Okay. Hatte ich nicht gesehen. Man wollte dich nicht sehen, sagen wir es mal so. Okay, der letzte Battle. Ich hoffe, das ist wenigstens genauso spannend wie mein letzter Kampf. Der war ja voll epic, war. Und wir beginnen jetzt. Mit was für ein Deck spielt ihr? Grabwächter und ich habe eine 1. Er hat eine 0. Ich spiele weiße Drachen wieder und habe 0. Wir nehmen gar nicht auf. Doch, nehmen wir. Alter. Ich ziehe. Er zieht. Ich spiele Tal der Toten. Oh, das war ein heftiger Kantenschlag. Dann spiele ich Grabwächter Speerkrieger. Der war unter der Gürtellinie. Und zwei Karten verdeckt. Nee, drei. Hoppala. So, jetzt du. Ich spiele eine Karte verdeckt. Ich decke erstmal meinen Turm von Babel auf. Immer wenn Zauberkarten gespielt werden, kommt eine 10-Marke drauf. Und derjenige, der die vierte drauflegt, verliert 3000 Punkte. Okay. Ich rufe meine Maid mit den blauen Augen. Und ich beende meinen Zug. Welchem Elan, die das sagen? Ich ziehe. Ich spiele gerade Katina und wir kriegen die erste Zehe-Marke. Ich nehme mir Müsli dafür. Müsli! Müsli! Und ich spiele meinen Grabwächters Kommandant. Und der nächste ist. Haben wir denn Soundeffekte? Ich rufe eine zweite Maid mit den blauen Augen. Mhm. Und ich beende meinen Zug. Du. Ich aktiviere die Zauberkarte. Karte des Einklangs. Zweites Mythikon. Ich werfe einen Drachenempfänger mit 1000 ATK oder weniger ab. Und auf zwei Karten ziehen. Effekt: Der weiße Stein der Legende. Wird nicht aktiviert durch meinen Teil der Toten. Dann scheiß drauf. Brauche ich nicht. Habe ich nicht nötig. Dann scheiß drauf. Weiter geht's. Das geht nicht! Das war's als fehlte wie. Das Timing. Okay, Rettungskaninchen! Ich entferne mein Rettungskaninchen aus dem Spiel. Kannst nichts aus dem Spiel entfernen durch deine Toten. Gib mal her. Vom Friedhof aus dem Spiel. Richtig, du kannst keinen Friedhof gelegenen Effekt aktivieren. So, warte mal, hier muss ich drauf drücken, ne? Hier drauf? Mhm. Okay, warte. So. Ja, whatever. Ich rufe einen Alexandrie-Drache. Ich rufe einen zweiten Alexandrie-Drachen. Mhm. Misch, misch, misch. Misch, misch, misch. Exit. Nummer 39, Utopia. Mhm. Und das war's auch schon. Dann bin ich dran. Ich decke mein verdecktes Monster auf Grabwächters Wache und schicke Utopia zurück in dein extra Deck. Passiert. Du bist dran. Ich rufe meinen dritten Alexandrie-Drachen. Synchro 5. Scheiße, das war dämlich. Egal. Ja. Katastor. Gut, dass meine alle Finsternis sind. Nicht alle. Katastor, greift den Kommandanten an. Ehrlich. Als ob ich so dämlich bin. Aber ich muss trotzdem meine Mühe. Ja, du musst. Ah, mein Schimmerdrache. Okay, dieses Video wird total geblockt werden. Mhm. So, geh mal scheiße. Dann lass es einfach. Ich spiele meinen nächsten Kommandanten. Okay. Und du bist dran. Okay, das reicht jetzt. Ist nicht mehr witzig. Zwischenstand? Weißer Stein, der Karten des Einklangs. Ich darf zwei Karten ziehen. Ja.
spiele. Ach, noch eine Müsli. Zwei Karten verdeckt. Rufe meinen Schimmer dran im Angriffsmodus und beende meinen Zug. Ab jetzt darf keine Zauberkarten aktiviert werden, sonst verliert derjenige 3000 Leib. Karkastor, geh mal wieder weg durch seinen Effekt. Und ich beende. Ich spiele eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Huch. Oh, ich beende meinen Zug. Das mache ich irgendwie in der Zeit überhaupt nicht mehr. Ich habe früher immer alles vollgeknallt im Feld und nie einen Platz gelassen. Das mache ich gar nicht mehr so richtig gerne. Was kann aber dein schwuler Kommandant? Ich kann von der Hand auf den Friedhof werfen, um Teil der Toten in meine Hand zu holen, vom Deck. Dadurch aber, dass dann hier ich ist. Ich zerstöre einen Teil der Toten. Und du verlierst 3000 Lebenspunkte. Das war es mir wert. Warte. Minus, minus, minus. Swing. Schimmerdrache, Attacke auf Kommandant. Ach scheiße, da war was. Okay. Und die oberste Karte von deinem Deck kommt auf den Friedhof. Ja. Du bist. Du. Achso, das schöne Teil, was wir benutzen, nennt sich Yu-Gi-Oh! Compagnon. Ja. Damit ihr Bescheid wisst. Findet sich im Play Store. Ich beende meinen Zug. Ich ziehe. Hey. Halt, stopp. Ja. Halt, stopp! Ich greife jetzt mit meinen. Nein, gar nicht, du. Ich spiele eine Karte verdeckt und beende meinen Zug. Ich beende meinen Zug. Wow, bei uns habt ihr rumgemeckert, weißt du? Ja, ich kann nur nicht groß viel machen. Okay, ja, weil dein ganzes Feld voll ist. Ich hab noch nicht mal du da. Bist. Ja, wie ziehen wir bei dem nix? Ich ziehe. Ah, weißt du was? Ich greife jetzt seine Maid an. Jetzt mal Schwertkrieger. Spiegelkraft! Bei Yu-Gi-Oh! Hast du die ganzen. Also bei der Serie hast du die Lebenspunkte noch dazu verloren. Von den Monstern, die zerstört wurden. Mhm. Dann wäre das durch, jetzt aber ganz schnell vorbei. Dann lege ich eine Karte verdeckt ab und decke meinen Schleim auf. Gut, ich? Ja. Totes Feld. Okay, ich aktiviere stilles Verhängnis. Ich beschwöre Alexandrie-Drache. Ich aktiviere Ruf des Silbernen. Ich beschwöre Schimmerdrache. Ich opfere die beiden für meinen weißen Drachen. Der ewig und ewig fällt. Hey. Bodenlose Fallgrube. Tschüss, Weißer. Das ging jetzt Schlag auf Schlag alles. Okay, Versuch Nummer 1 fehlgeschlagen. Du bist. Ich ziehe. Ja, warte. Ich muss ja jemand was sagen, das hat nichts mehr. Dann muss ich das mal wieder übernehmen. Zwei Karten verdeckt. Du. Ich decke auf, Schädel, Soma. Und schon hat er wieder das Spielfeld voll. Nein. Ich aktiviere reißender Tribut. Und schon wieder das Spielfeld voll. Darauf, dass deine eigene Mate mit drauf geht? Ja, darauf, dass deine eigene Mate mit drauf geht. Spieler, eine Karte verdeckt. Ach ja, er wurde zerstört, das heißt, ich kriege jetzt Teil der Toten von meinem Friedhof in die Hand. Okay, ich rufe Mike mit den blauen Augen. Ja, ich habe 3 von den Scheißviechern. Du bist. Ja, hat gewonnen. Teil der Toten. Upala. Grabwächter das Attentäter. Alter. 2 Karten verdeckt. Ich wollte was sagen, ich muss es gerade für mich behalten. Und du? Ich beende meinen Zug. So, wer den nächsten Fehler macht, verliert das Duell. Da lege ich mich jetzt fest. Nächster. Wie viel hat die? Mein Attentäter? Ja. 2000. Alles klar. Ich rufe Druckbilddrache. Warte. Jetzt, ja.
Ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will mit der Karte. Mit der? Mhm. Ich weiß. Heißt? Alle deine Monster wechseln von Angriff in die Verteidigung. Das war falsch. Flip, flip. Du kannst die danach nicht mehr ändern. Doch. In den Zug. Wenn ich die vorher nicht gespielt habe, geht das. Deswegen stört mich das gerade gar nicht. Aber ja. Ich wollte ihn nicht angreifen. Mach. Ha! Jetzt bist du gearscht. Verborgener Tempel im Tal der Toten. Ist eine Konterfalle. Ja, aber der zerstört nichts. Der annulliert aber die Aktivierung. Von Spezialbeschwörungen und deinen ganzen Scheiß. Ach, scheiße, da war ja was. Du kannst nichts mehr spezialbeschwören, außer Grabwächter. Aber ich hätte Kette geht trotzdem. Du kannst nicht vom Friedhof. Ach, scheiße. Ich hasse dieses Deck. Ich hätte Witch schon von Ethic war, hätte ich eigentlich eher gespielt, wenn du Modus wärst. Da hättest du nämlich die weiße Maid mit den weißen Augen zerstören können. Die kann ich jetzt immer noch zerstören. Er hätte dann nichts spezialbeschwören können. Er kann jetzt auch nichts mehr spezialbeschwören. Ich kann dich auch ohne Spezialbeschwörung zerstören. Ja, guten Angriff kannst du jetzt trotzdem noch. Ich weiß, aber mein Attentäter macht erstmal gar nichts. Du bist. Du bist. Du. Du. Grabwächters Priesterin. Okay. Wird als Teil der Toten behandelt und bekommt 200 Punkte dazu. Ich weiß. Alle Grabwächter. Ich kann es trotzdem sagen, Kamera. Ja. Ob du das weißt, ist scheißegal. Vielleicht weiß keiner, der dahinter ist. Das heißt, mein Attentäter hat jetzt 2-2 und meine Priesterin hat jetzt 1-7. Ja. Du bist. Du bist. Ja. Du. Ich merke gerade, die Kamera steht die ganze Zeit schief, ne? Echt? Mhm. Ja, ich hatte vorhin auch schon. Sag ich halt die ganze Zeit. Die ganze Zeit beinhaltet auch von innen. Ja. Augen. Ich? Ja. Druckbilddrache. Wow. Du. Die vermehren sich. Hier ist irgendwo ein Nest. Mhm. Du. Ja, es kann nichts spezial beschworen werden. Ja, außer Grabwächter. Ist ein wenig scheiße, du. Ein wenig beschränkt. Irgendwer muss langsam mal was machen. Ich hatte wenigstens Eier in der Hose, ey. Ein Grabwächter-Spion? Ich kann nichts machen, meine Monster sind schwächer als seine. Ey, Grabwächter-Spion? Attentäter? Spezial? Fällt. Ich glaube, der weiß es doch. Ist gerade schon wieder am Spielfeld vorbeigefahren. Um also mit einem Tribut zu beschwören, keine Spezialbeschwörung. Wenn ein Monster beschworen wird, hier steht nichts von Spezialbeschwörung. Ja, schon, wenn ein Monster beschworen wird, warum willst du das dann darauf? Ja, ich habe. Entschuldigung, dass ich die Karte nicht hundertprozentig im Kopf habe. Ich opfere 2000 Lebenspunkte und annulliere die Beschwörung und zerstöre das Monster. Ach Gott, scheiß drauf, Attentäter, Angriff. Prism. Als ob mit mir das groß was ausmacht. Oh, da spielt er den eiskalten. Du. Monster mal rufen, was über 9000 ATK hat. hatte ich gerade fast. Ja, fast. Er hat ja Platte gemacht. Ich zerstöre deinen Tempel. Warte.
Aber ich fange gerade voll an zu zittern. Fuck! Wieso fange ich so an zu zittern? Und machen wir beim Thema Dreckout. Ja. Ich will ja auch noch mich. Okay, oder? Ich weiß, dass er da eine Schrottvogelscheuche hat. Ich weiß, dass er da ein spürtes Teil der Toten hat. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, was ich... Was ist denn gerade der Stand der Kingspunkte? Was? Wie viel? 2000 Punkte Unterschied. Ja. Okay, Hat er sich bis jetzt selber zugefügt, Alter. Du. Okay. Grabwächterstelle, ich darf mir 2 Grabwächter von meinem Friedhof in die Hand holen und wird nicht von Zeit der Toten betroffen. Ja, ich weiß. Da liegt eine Fallenkarte falsch rum in deinem Friedhof. Ach Gott. Danke. Was nehme ich denn? Soll ich sagen, welche du nehmen musst? Ich hab's. Och Mann. Das wäre viel cooler gewesen, hätte ich es jetzt gesagt. Du. Wow. Kebab? Oh, ich hab keine Ahnung, was die kann. Tja, du hast nur keinen Platz. Ja. Jetzt ruft der Drache, geh wieder weg. Den mag ich nicht. Er mag dich aber. Und dann greife ich mit 1,9 den Tod mit dem Drachen an. Burg. Ich? Ja. Hätten wir jetzt unter den Trugbetrachen und du schmeißt den Trugbetrachen direkt. Da ist jemand ein Booking-Genie. Du. Déjà-vu! Ja, diesmal geht der weg. Okay. Dann opfere ich mein Dings wieder für meinen Hellseher. Ich aktiviere teuflische Kette. Oh. Wow. Ehrlich? Ja. Du bist. Das Ding hat trotzdem 2,5. Ja und? Er hat aber keine Effekte mehr. Richtig. Ich hab den noch 2-mal. Ja gut, dann und ich kann immer. Wie viel hat er? Ich hab noch 8000. 8 hat er noch. Und du 3. Dark Hole. Tote Karte. Ich rufe Druckbilddrache. Ich entferne Druckbilddrache aus dem Spiel. Für meinen Metalldrachen. Metalldrache-Effekt. Ich hätte den Druck bitte. Ein weißer Drache mit scheißkaltem Blick. MST. Oh. Okay. Einer für einen. Ich habe noch 2 Karten im Deck. Okay. Scheiße drauf, ich riskiere es. Weißer Drache. Warte. Nein! Okay, scheiße. Ja, die hätte ich auch noch aktivieren können. Boom! Vor allem Ding. Das war jetzt wohl mega cool, oder, Alter? Ja, wie gesagt, okay, weil ich hatte bestimmt direkt mit seinem Weißen an. Ja, das habe ich allerdings auch gehofft. Ich hätte mit dem. Guck hier, die anderen sind ganz unten. Ich hätte mit dem Metalldrachen angreifen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass du dir selber 5000 Life Points abgezogen hast, ne? Er hat sich alles selber abgezogen, quasi. Ja. Auch durch seinen letzten Angriff. Er hat sich 8000 iPhones selber aber angezogen. Ich gratuliere dir zum Gewinn des Turniers. So, was hast du heute vorhin nochmal gesagt? Ich habe gar nichts kannst gesagt. Kannst du das plätten, das Deck? Ich kann es plätten, es hätte auch fast funktioniert. Ey, wisst ihr, was er sich abgezogen hat? It's over 9. Nein, es waren genau 8000. Ja, gut. Es waren genau 8000. Genau 8000, ja, aber das käme jetzt. Ich meine, hätte ich. Ein Tempel nicht gespielt, ne? Ich hab ja als auf diesen scheiß Metalldrachen gewartet. Ja, den hättest du ja noch nicht mal rufen können. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Tschüss. Ciao, Leute. Auf Wiedersehen.